Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und das ist der Fortschritt. Nämlich der französische Name und auch deutsche Name dieser Rhododendron-Hybride ist Le Progrès, der Fortschritt. Und was ist der Fortschritt? Nun, vielleicht hat sich der Züchter überlegt, mit dieser Sorte habe ich dieses oder jenes Problem gelöst, bin ich weitergekommen, also hat er die Sorte Fortschritt genannt. Meine Assoziation ist eine andere. Dieser Rhododendron hier sieht nämlich jetzt ganz anders aus als auf der Etikette auf dem Bild. Schauen wir uns das Bild mal hier an. Ja, hier ist sie rosa mit einer dunkelroten, violetten Zeichnung. Was sehen wir hier? Eine beige Blüte mit einer dunkelroten, gelb-grün-braunen Zeichnung. Und vielleicht ist das genau der Fortschritt. Das heißt, die Blüte, wie vielfach bei Rhododendron, blüht rosa, hellrosa auf und verblüht dann beige-weiß. Das ist der Fortschritt bei dieser Sorte. Man hat also nicht nur eine Farbe, man hat zwei, drei Farben, die sich im Alter der Blüte verändern. Und ich glaube, das macht auch den Reiz dieser Fortschrittssorte aus, die ungefähr 1,30 hoch wird und vielleicht 1,50 breit zur Gruppe der großblumigen Rhododendron-Hybriden gehört und am besten halbschattig ins Moorbeet gepflanzt wird. Probieren Sie es aus, probieren Sie den Fortschritt für sich aus. Schreiben Sie unten in die Kommentare, ob Sie den Fortschritt auch so erleben wie wir, nämlich, dass die Sorte fortschreitet von rosa Aufblühen bis zum Abblühen weiß-beige mit dunkelroter Zeichnung.